Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 9. April 2020, 9.30 Uhr hier auf Kalimdor. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerte Neuigkeit, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Heute habe ich Bambus gesehen und dabei ist mir etwas eingefallen. Habt ihr gewusst, dass man um diese Jahreszeit frischen Bambus oder auch Frühlingsbambus erntet? Was mich wiederum daran erinnert, euch daran zu erinnern, fleißig zu basteln, was die Jahreszeit hergibt. Liebe Leute, willkommen heute wieder bei Animal Crossing. Liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dankeschön wieder, dass ihr dabei seid. Danke, Mann, danke. Wir haben Post. Nooks Shopping. KK Jahrmarkt? Ach so, das ist, Music. Habe ich mir geholt. Music. Ja, liebe Leute, heute wieder Animal Crossing. Geht's euch soweit gut? Gestern habe ich kein Animal Crossing gespielt. Ich habe geweint. Aber gestern war mein Tag Bucke, Backe, Backe, Dacke voll. Naja? Und, oh nein, Gulliver. Ja, ich wecke ihn mal auf, Mann. Komm jetzt, steh auf jetzt. Das muss ich dich mit meiner Axt umbringen. Oh, er ist wach. Der Gulliver schon wieder. Mann. Läuft übrigens Desktop-Audio? Ja, ich hab vorhin nämlich mein Headset rum. Egal. Beim Klabautermann hoch mit den Antreten, Matrose. Das ist nicht unser erstes geheimnisvoller, unser erster geheimnisvoller Strand. Ah, viel zu viel Salzwasser geschluckt. Hallo, Fremder? Ich bin nicht fremd. Jetzt sagt er wieder, oh, du bist müde. Immer der gleiche Text. Immer der gleiche Text, den wir schon gelesen haben. Traurig. Ich will jedes Mal einen neuen Text. Oh, sein Handy ist kaputt und wir müssen 5 Teile suchen. Das ist spannend. Der Gulliver. Aber es gibt auch gute Nachrichten, Leute. Es gibt mega gute Nachrichten. Noch 2 Tage. Dann ist der 12. Und danach. Danach. Ist der nächste Tag vorbei. Und dann gibt es keine nervigen Eier mehr, Mann. Das ist doch toll. Freuen wir uns da nicht alle drauf, dass die Eier dann weg sind? Nächsten Tag Boden, wow. Wow, nächsten Tag Boden. Was habe ich überhaupt? Flamingo, Toilettenset, Wäscheleine? Ja, ich habe auch das Buch von Marlene, Malon hier, ihr wisst schon. Ja, reden wir mal mit den Bewohnern. Hallo, ich grüße dich, Krümel. Ich will plaudern. Ich habe vorhin etwas gerochen, was nach Gurkensalat von meiner Mutter roch. Ich vermisse sie. Also riecht deine Mutter nach Gurkensalat? Nein. Nicht kratzen. Nicht kratzen. Au, 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 au. Hey, du hast nicht zufällig eine Zwangsjacke, die ich mir leihen könnte? Muss kratzen. Bist du verrückt geworden? Vielleicht können wir ihn ja einweisen lassen. Dann werden wir ihn vielleicht auch los. Das wäre doch mal eine Idee. Worauf ich mich schon sehr freue, ist tatsächlich... Moment, irgendwo hier war ein... Da. Ich brauche die Teile. 5 Stück. Ist, ich hab's wieder vergessen. Worauf freue ich mich? Genau am 11. ist ja der Angelwettbewerb. Und ich freue mich auf den Angelwettbewerb. Da bin ich mal gespannt, wie der sein wird. Hier im Spiel hier. Das wird toll. Übrigens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, kleine Werbung. Am 14. Dezember. Dezember, genau. Am 14. April ist, Friendly Fire Distance. So nennen wir das Ganze, ja. Sehr spontan ins Leben gerufen von uns, beziehungsweise von den anderen. Ich bin ja nur der Anhängsel, sage ich immer. Erstmal sich selber wieder schlecht reden, check. Nee, Friendly Fire Distance ist am 14. April. Das Ganze startet so um 18 Uhr und findet statt auf allen Twitch-Kanälen der Friendly Fire-Mitglieder. Wir werden alle streamen gleichzeitig auf Twitch. Ihr könnt dann auf allen Kanälen dabei sein, am Start sein. Es werden verschiedene Spiele zusammengespielt und das Ganze läuft dann über einen einzigen Spendenlink von Better Place. So heißt das. Doch, Better Place ist das, ja. Da haben wir alle denselben Spendenlink unten in der Beschreibung quasi. Und es geht so lange, bis der Letzte das Licht ausmacht, quasi. Ich dachte, sehr viel quasi gerade. Quasi. Und... Ja, dann werden wieder Spenden gesammelt fleißig für mein Konto. Ich meine natürlich, es werden wieder Spenden gesammelt für tatsächlich für Vereine,
Und ja, für Vereine, die Unterstützung brauchen, jetzt vor allem in der Corona-Zeit. Deswegen machen wir das so spontan, dass wir Friendly Fire Distance machen diesen Monat. Um den Vereinen und sowas zu helfen in der Zeit von Corona. So. Welche Vereine? Ich weiß gar nicht, ob die Liste schon veröffentlicht worden ist. Deswegen will ich jetzt hier nichts irgendwie sagen. Aber das würdet ihr ganz bestimmt nachlesen können. Entweder gibt es das schon auf Twitter nachzulesen oder im Laufe des der Tage. Wichtig ist nur, 14. April ab 18 Uhr auf allen Kanälen der Friendly Fire Mitglieder. Gönnt euch. Wie geht's eigentlich unserem Schweinchen? Ich habe da auch schon länger nicht mehr vorbeigeschaut, gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich aussehe wahrscheinlich. Hallo? Muri, altes Haus, hab ja schon eine Weile nichts mehr voneinander gehört. Sauber, dass du die Initiative ergreifst und mich einfach so locker flockig anstupst. Schnurz, ja sicher. Hast du heute Quasselwasser getrunken? Ich wollte mit dir reden. Na, bist du bereit für den nächsten Tag ab 12? Oh Gott. Geh mich auf den Sack. Tschüss. Direkt wieder gehen einfach. Das meine ich. Direkt sagen die Bewohner, Junge. Du meldest dich auch gar nicht, ne? Das sind die Freunde, Leute, die sich selber nie melden. Und wenn du dich dann meldest, dann sagen sie, ja, du meldest dich ja auch nie. Ja, aber du dich ja auch nicht. Und dann meldet man sich sowieso gegenseitig nie. Und am Ende meldet man sich nicht, weil keiner sich traut, sich zu melden, weil der andere denkt, oh, wenn ich mich jetzt melde, denkt der andere, ich habe mich ewig nicht mehr gemeldet. Aber es denkt der andere wahrscheinlich auch. Und deswegen meldet man sich gegenseitig nie. Sowas ist das. Und ich habe den Schritt gemacht. Schön, dass du mal zu Besuch kommst, Fauch. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber auf unserer Insel findet bald irgendwas Größeres statt. Ich glaube, ich muss den Präsidenten beschützen. Interessante Einrichtung. Er hat anscheinend ein Faible für eine Werkstatt. Tschüss, Werkstatt, Mann. Er ist Kfz-Katze. Er ist Katzentroniker. Was macht ihr hier? Zusammen Sport oder was? Hey, alles gut bei dir? Ja, was geht ab, Alter? Was für ein schöner Tag. Perfekt für mein Training. So, bist du jetzt mal wach, du blödes Schaf? Immer wenn ich komme, bist du am Schlafen oder sonst was. Ich habe dein blödes Buch. Das habe ich gefunden, vor 50 Tagen. Cool, Knuffi, kommst auch mal rum. Ja klar, du bist ja immer nur am Schlafen, wenn ich komme. Zeig mal her. Guck mal, was ich gefunden habe. Hä? Was war das? Hä? Jetzt bin ich irritiert. Ist die Zeit quasi abgelaufen? Muss man das am selben Tag machen? Das ist jetzt, irgendwie nicht so nice. Habe ich's versaut. Okay. Wieder was dazugelernt, dass ich das am selben Tag machen sollte. Aber ist denn unsere Dalmatina damit? Oh, wir müssen ja jedem einmal Hallo sagen, sonst vergessen die mich, ne? Sagen ja jetzt schon hier ein paar. Melde dich auch mal wieder. Verzeihung, ich war ganz in meinem Projekt vertieft. Was machst du denn? Momentan arbeite ich an einem Goldgeschirr. Ich versuche mich gerne im Basteln. Wenn ich mich Tragträume hingeben, kommen neue Ideen. Ah, ich weiß, warum versuchst du dich nicht auch mal im Goldgeschirr? Ansprechendes Projekt, ja, gib mal her. Echt so. Ein Goldgeschirr. Ein Goldgeschirr. Hm. Ich weiß, wie man ein Goldgeschirr herstellt. Was ist ein Goldgeschirr? Wirklich ein Geschirr aus... Ja. Okay, gut zu wissen. Aber eine schöne Einrichtung. Siehst du die Köchin, wa? Hat so eine Kocheinrichtung. Ganz viel Küchenkram und Espressomaschinen, dies, das, jenes. Oh, Felinchen, meine Liebe, bist du da? Oh, sie ist unterwegs. Was ist denn der Top-Ankauf des Tages? Bauklotzanlage. Ja, hab ich nicht. Aber ich muss doch das Zeug wieder kaufen. Damit sich der Laden irgendwann erweitert. Sonst wird die traurig und weinen und gehen. Das ist ja hässlich. Willkommen. Das ist ein Absperrhütchen.
Das nehme ich mit. Danke für das geile Absperrhühnchen. Hühnchen, genau. Hühnchen. Das ist eine Zwischenwand. Den nehme ich auch mit. Aber das nächste Mal lieber das Absperrhühnchen. Also fehlen mir noch Anton und Felinchen. Dann habe ich mit allen gequatscht heute. Er ist auch unterwegs. Genau wie Felinchen. Aber ich finde die nicht. Oh, Unkraut. Warum ist hier überall Unkraut auf einmal schon wieder? Bleibt mir weg mit eurem Unkraut. Ihr habt das so schön gezupft überall. Vielleicht oben? Nee, war ich oben schon? Ich glaube ja. Wo könnten die denn unterwegs sein, Felinchen und so? Wie viele Fossile habe ich? Eins, zwei. Ich habe schon alle vier, oder nicht? Oder bin ich jetzt verwirrt? Aber ich nehme die mal alle mit. Genauso wie diesen Stock. Es gibt so viele Sachen zu entdecken. Ich möchte nicht gerne verrecken. Ich brauche Gullivers Teile. Denn er ist in Eile. Ich reime so schön. Kein Fisch, aber dafür eine Flaschenpostkarte gefunden. Als ich das Meer zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Doch dann fiel mir diese Anleitung ein und dann war alles vorbei. Buntfeilchenkrone. Wow, wir wissen jetzt, wie man sie baut. Weil wir die Besten sind. Ah, da ist Anton, der überlegt was. Anton, geht's dir gut, Alter? Überleg mal weiter. Ich muss mir mal eben kurz das Teil ausgraben. Wie viel habe ich damit jetzt? Was wollte ich noch? Wie viele Teile? Drei, okay. Anton, alles gut bei dir? Da bist du ja. Ich wollte mit dir über was reden. Ich habe da in diesem Film gesehen. Da wir über Abschiede und Neuanfänge. Das hat mich nachdenklich gemacht. So ein Neuanfang auf einer anderen Insel, das wäre voll erwachsen. Dann mal alles Gute. Puh, ich hatte schon befürchtet, dass du mir das ausreden willst. Gut, dass du einverstanden bist. Und danke, dass ich dein Freund sein durfte. Ich werde dich auch auf neuen Inseln nicht vergessen. Du vergisst mich doch auch nicht. Denke ganz arg an mich. Er verlässt uns. Aber ganz ehrlich, lieber Anton, ich finde, der Anton war ein lieber und netter Bewohner. Es ist ein süßes Äffchen. Aber ich habe immer gemerkt, der Anton, der wird auf dieser Insel, wurde der nicht warm. Habe ich immer gemerkt, dass der Anton auf dieser Insel nicht glücklich wird. Und wenn der Anton sich das schon länger überlegt hat, wirklich diesen Schritt zu gehen und uns zu verlassen, dann will ich Anton nicht im Weg stehen, Freunde. Man muss Reisende ziehen lassen. Es ist hart. Ich mag Anton. Aber ich will nur, dass er glücklich ist, Leute. Und das wird er am besten auf der anderen Insel und nicht bei mir. Da ist was Kleines im See. Ich will es angeln. Bam. Geh mal ran da. Was bist du? Ach, nur eine Kaulquappe. Traurig, was soll ich denn mit einer Kaulquappe? Aber wo ist Felinchen? Also bei Felinchen, Leute, würde Felinchen mir dasselbe sagen, die würde ich nicht gehen lassen. Alter, Felinchen, die halte ich auf. Also, bei aller Liebe, da ist das was anderes. Weißt du, Anton ist halt mein Bro, der auf eine weitere spirituelle Reise möchte, um sein Wissen zu erweitern, schlauer zu werden. Aber Felinchen, die ist doch ohne mich aufgeschmissen. Die Süße. Sie braucht mich. Und ich brauche Felinchen. Anders geht's leider nicht. Tut mir leid. Oh, die Schneiderei. Hi, grüß dich. Willkommen bei unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Mori, vielen Dank, dass du diesen tolle Stelle für unseren Laden gefunden hast. Wir haben beschlossen, uns auf Kalimdor niederzulassen und hier unsere Mode zu verkaufen. Hier darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag. Du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppe. Sie tragen immer die angesagten Teile der Saison. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Und wenn dir an der Schneiderpuppe etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nun zum hinteren Wand. Hier findest du eigene Designs.
Gerne stellen wir auch deine Designs aus und du kannst dir die hier gezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben ist das Designtauschterminal aufgestellt. Hier kannst du Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deinen eigenen Hochland. Zu guter Letzt noch die Umkleideraum. Bist du ganz recht, da kannst du alles anprobieren, ausprobieren. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufgestellt haben. Ja, der Umkleideraum ist praktisch. Wir haben jeden Tag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Interessante Outfits. Da rechts haben wir einen Umkleideraum. Was sagt sie? Entschuldigung, keine Zeit, muss zum Reden. Ich glaube, die hasst Reden. Oh, möchtest du den Umkleideraum verwenden? Ja. Ich möchte mal gucken, was da jetzt gibt heute. Ein Galaxy Parker, der sieht cool aus. Der sieht auch cool aus. Ist derselbe, oder was? Die sehen so unterschiedlich aus. Aber ich nehme den mal mit. Ne, den hier, der sieht cooler aus. Unirobe. Da, viel Zeug. Kappen. Häschennase. Sockenschuhe. So, ich hab. Sie schickt den Einkauf direkt per Post in mein Lager, hat sie geschrieben. Danke, hoffentlich bis bald. Ciao. Ich habe jetzt nur diesen einen Pulli geholt. Und ich brauche eine neue Schaufel. Das ist auch ein Problem. Das könnte der Geldstein sein. Es ist der Geldstein. Gib mir all deinen Geldstein. Geldstein. Oh ja. Komm. Do it. Ich liebe es. Der Geldstein ist immer eine nice Sache, Leute. Direkt fast wieder 100.000 Sternis. Ich könnte ja meine nächsten Sternis mal wieder investieren. Weitere Hochgänge zu bauen vielleicht. Zu den anderen Ebenen noch. Hier komme ich ja schon komplett hoch. Aber da hinten halt noch nicht. Ja, heute gibt es auf der Insel dann ja gar nicht so viel. Ich habe es wieder versorgt. So viel Spannendes zu entdecken und machen. Finde ich. Bald ist Häschentag. Am 12. Ne, das sind ja nicht 2 Tage bis zum 12. Heute ist der 9. Ne? Das sind 3. Habe ich vorhin vertan. Naja. Und in 2 Tagen ist der Angelwettbewerb. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Das meine ich immer bei Animal Crossing. Das ist halt mega chillig. Du kannst das hier machen und so. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt mittlerweile nach so vielen Folgen, wiederholt sich das Ganze jetzt noch extremer als vorher. Irgendwie habe ich das Gefühl einfach. Vielleicht weil jetzt weniger Neues passiert nach der ganzen Spielzeit. So, jetzt brauche ich nur noch einen Fernsprecherteil. Dann habe ich die Gulliver Quest auch schon erledigt. Aber ich sehe hier nirgendwo mehr was spritzen. Hallo! Könnte mal hier wer hier spritzen? Aus dem Boden. Ah, da habe ich's. Alle 5 Teile. Damit auf zu Gulliver. Ich habe Felinchen irgendwo gesehen gehabt. Das macht mich ein bisschen sehr traurig, muss ich sagen. Ne, das verkaufe ich hier. Das verkaufe ich auch. Das kann ins Lager. Vielleicht ist Felinchen ja im Museum. Das könnte sein. Das könnte sein. Ins Lager. Ins Lager. Die Fossile kommen alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fossile. So viele. 2 Sachen muss ich noch bauen. Das ist noch wichtig. Einmal das Geschirr, das Goldene. Wofür ich das brauche, seht ihr gleich. Und meine Schaufel muss ich wieder upgraden. Aber ich habe das kein Eisenerz im Inventar, also freut mir das nichts. Gulliver! Hey, na, jawohl, hier sind deine ganzen Teile. Gönn dir. Oh, da sind sie ja. Heißt, ich krieg wieder ein Geschenk von Gulliver. So, alle Teile sind wieder ordentlich reingequetscht. Einfach reinquetschen und dann klappt's wieder. So wie beim echten Handy. Bitteschön, Gulliver. Dankeschön, bitteschön. Briefkasten im Auge behalten. Mach ich, Gulliver. Danke, Gulliver. Ciao, Gulliver. Geh weg, Gulliver. So, Museum. Dann
Reden wir mit Eugene und sagen unserer guten Eule. Warum kann ich in letzter Zeit nicht so richtig reden? Ich will was stiften. Nee, will ich gar nicht. Ich will doch erstmal analysieren. Ich will etwas stiften. So, jetzt aber. Drei Sachen sind neu. Ankylosaurus-Torso. Dann nochmal der Schwanz vom Ankylosaurus. Und Brachiosaurus-Schädel. Bitteschön. Viel Spaß damit. Da ist ja mein Felinchen. Oh, wie süß sie hin und her schwankt und den Stör beobachtet. Will ich nicht stören, aber... Ich habe gelesen, dass Störe keine Zähne haben. Gesehen habe ich das nicht, aber ich werde aufpassen. Amori, hast du dich diesen Fisch gefangen und ihm dem Museum gespendet? Ich bin stolz darauf, einen so versierten Angler wie dich kennen. Felinchen ist so süß. Wie groß. Reden wir noch vom Fisch? Ja, das Traurigste heute war eigentlich nur, dass wir einen Bewohner verlieren. Den Anton. Aber irgendwie ist Anton auch ein bisschen sehr langweilig, Leute, oder? Voll der Streber. Willkommen beim Noob-Portal. Ja, einmal pro Tag erhalten wir Bonusmeilen. Nein! Es wurde resettet. Es wurde resettet. Ich war jeden Tag an diesem Automaten. Mega mad jetzt. Echt jetzt? Das ist doch echt nicht lustig. Aber ich möchte die Plateau-Lizenz. Aber Mann, das ist blöd. Ehrlich. Nur weil ich gestern nicht dazu gekommen bin. Das ist einfach traurig. Einfach nur traurig. Mann. Einmal nicht dazu gekommen, direkt versaut. Nein, niemand wollte was von mir. Ich habe dieses Pling gehört. Da wollte jemand zu mir rennen und mit Muri. Ich war zu übereilig in meinem Laden gegangen hier. Willkommen, Muri. Ich möchte was verkaufen. Sehr gerne. Und zwar einmal diese geilen Fossile. Und das Unkraut. Und alles Mögliche, was ich brauche hier. Bitteschön. Da hast du ja einiges. 8500 Sterne ist aber wenig eigentlich. Aber machen wir. Monika, halt dich von dem Mann fern. Hört auf, hier zu flirten. Ich habe das gesehen zwischen den Bäumen, ja? Halt dich von dem Mann fern, Monika. So, wir gehen jetzt nach Dodo Airlines, denn ich muss das goldene Geschirr noch verschicken. Hm, ein Kartenständer. Möchtest du eine Karte verschicken? Oh ja, gerne. Ich will an einen Freund. Alles klar, an welchen Freund denn? An Zombie von Zylindrien. Alles klar. So, was nehmen wir denn mal? Gibt es irgendwas Pompöses? Ja, hier. Sehr geehrter Zombie, heute habe ich wie jeden Tag Speisen gegessen, die der Pöbel zubereitet hat. Nach jeder Mahlzeit werfen wir das Geschirr von mir weg, da ich nur Frisches nutze. Von König Muri. Und im Anhang das Goldgeschirr. Na, also so gut. Bitteschön. Grüße gehen raus. Okay. So, liebe Leute, das war die Folge Animal Crossing für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben einen Bewohner verloren. Aber, vielleicht öffnet sich eine neue Tür. Wenn eine schließt, öffnet sich eine neue, heißt es ja so schön.